Ja, hallo Wimmelt-Freunde und willkommen. Ich hatte gerade einen fetten Hustenanfall, aber jetzt spielen wir weiter. Die erste richtige, ja gut, richtige Folge von dem Wanderlust-Let's Play 2.0. Und es gibt ein paar Sachen, die ich noch bearbeiten wollte. Zum einen hier habe ich die Verteidigung viel zu weit von der Basis weggebaut. Das wollte ich ändern, weil hier habe ich auch zwei Plätze frei und hier sind zwei Plätze frei. So, dann brechen wir das einfach mal ab. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie Befürchtung, dass das Dach einstürzen könnte. Und was ich noch ändern wollte, wir wollen ja möglichst diese Folge fertig werden, dass wir dann nächste Folge vielleicht losreisen können. Hier anfangen schon mal. Ja, mit dem zweiten Herd und ja, dann Einstellungen da treffen, dass wir mehr kochen können. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen was Neues in Auftrag geben hier, ja. Okay, so. Dafür brauche ich Granitblöcke. Wunderbar, so möchte ich das sehen. Wir brauchen hier sowieso noch Granitblöcke, weil ich hier noch Fallen in Auftrag gegeben hatte. Da brauchen wir ein bisschen was noch für. Okay. Ich guck mal schnell, wie hoch unser Wert ist. Der ist schon gar nicht mal so niedrig. Huch, jetzt habe ich die Welt auf Welt geklickt. Egal, vielleicht kommt ja sowieso irgendwie ein Event, weshalb ich sowieso die Weltkarte laden muss. Was wollte ich noch? Genau, erstmal bauen wir das. Das ist sonst, wird wieder sonst zu viel und das können wir auch noch bauen. Aber danach chillen wir erstmal. J-Dog war beim letzten Mal irgendwie verletzt worden. Ich weiß nicht mehr genau, woher die Verbrennung genau kam. J-Dog. Ich sag öfters J-Dog jetzt wahrscheinlich, weil ich das, ja. Es ist, mein Freund J-Dog hat gesagt, ich soll den Charakter nach ihm benennen und, weil es weiblich war, J-Girl. Ich werde aber vielleicht öfters aus Versehen J-Dog sagen. Also, ja. Ich meine diesen Kolonisten, also. Nicht wundern. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir es erstmal ein bisschen ruhig an hier. Da wird noch gebaut. Dann muss das hier fertiggestellt werden. Und das hier und der zweite. Der zweite, da ist auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, ich werde Juri mal hier hinschicken, dass er das macht. Hier mache ich mal so. Okay. Das machen wir ganz raus. Und hier machen wir auch ein bisschen weniger, weil 10 Stück ist ein bisschen viel. Machen wir mal so 5 und wir machen Pause, wenn wir 3 haben. Ja, genau. Und dann mache ich bei dem zweiten, da wird dann die Einstellung genau andersrum sein. Also der Sinn dahinter ist, dass Lia halt hier hauptsächlich die leckeren Mahlzeiten auch macht und wenn sie zwischendurch Zeit hat, dann das Dörrfleisch halt. Und der zweite Koch wird, ja, wird gar keiner sein hier. Du hast mir was angetan mit diesem Namen. Ich mache mal hier überall genau so. Dann kocht er auch. Und hier produzieren wir Dörrfleisch für immer. Und hier maximal bis 7, glaube ich. Dann kann Lia nicht an dem arbeiten und er nicht an dem anderen. Irgendwie so müsste das dann gehen. Genau, ansonsten wollte ich hier gerne einen von diesen coolen Kopfbedeckungen machen. Ihr werdet das ja dann sehen oder vielleicht kommt eine Karawane und ihr seht die dann. Ich finde die mega cool und die wollte ich auch für meine Leute hier machen. Wir haben hier noch einen Kolonisten, der noch keinen Namen hat. Also ich weiß nicht. Ich hatte das ja in dem Ankündigungsvideo so ein bisschen erwähnt, aber vielleicht haben das ja die ein oder anderen nicht mitbekommen. Ich übernehme hier Namen von
Zuschauern. Also wenn ihr das möchtet, mir ist das eigentlich egal. Ich kann auch jetzt einfach Erin erstmal lassen, den Namen. Aber ich wollte es nochmal erwähnen, falls irgendwer nicht mitgekriegt hat oder so, dass dann nicht irgendjemand nachher sagt. Also irgendwer dann überrascht ist und so weiter. Das deshalb. Okay, dann müsste das jetzt mit dem Hemikan ein bisschen besser laufen. Wir brauchen noch Fleisch dafür. Jagel ist noch verletzt. Müsste dann aber bald wieder gesund sein. Erin schläft da auf dem Boden. Ja, geh mal ins Bett noch. Ist jetzt auch egal. Eigentlich, aber egal. So. Okay, jetzt hat sie sich vollständig erholt. Ja, das soll jetzt eigentlich Jagels Zimmer sein, weil sie Pessimistin ist und generell ein bisschen labil dadurch ist. Aber egal. Erstmal machen wir es so. Warten, bis alle wieder wach sind und dann stellen wir das wieder um. So, da. Okay, Moment, genau, gar keiner kann jetzt, ja, schlachten kann er theoretisch. Wobei ich mir hier immer noch unsicher bin. Moment mal. 62. Ich glaube, bei ihm kam ein bisschen weniger jetzt raus. Ich mach mal hier das auch lieber so. Nee, Moment, andersrum. So, genau. Er soll nicht schlachten, er soll einfach nur das Dörrfleisch machen, wenn das geht. Genau, und Lia macht alles andere. Wo ist sie? Ah, jetzt macht sie das. Ja, ich flipp aus. Ich weiß auch nicht, warum. Weil eigentlich müsste sie ja trotzdem da jetzt kochen können. Genau. So, was ist so schwierig daran? Weiß man nicht, ne? Sehr schön. So möchte ich das sehen. Oh, eine Labrador-Retriever-Gruppe bleibt. Wie viele sind das denn? 3? Okay. Ja, gerne. Ne? Kommt alle mal ins Gebiet. Wobei, ja doch, die lasse ich lieber ins Gebiet kommen. Labradore sind manchmal so ein bisschen schwächlich. Moment mal. Ihr könnt, ja genau, ihr könnt da aber auch rein. Sehr schön. Dann können wir die ja auch trainieren. Ich klicke lieber einzeln darauf. Ich finde diese Übersicht immer noch komisch. So. So. Und der letzte. Ja, das finde ich toll. Wo kommt dieser Truthahn her? Ach ja, ich hatte hier noch offen gelassen. Genau, das wollte ich auch ändern. Das soll auch zu. Genau, so. Dass wir gegen wilde Tiere geschützt sind. Ich glaube, hier ist jetzt... Ja, nee, eine ist da noch. Eine wird noch gebaut, okay. Duden ist untätig. Gar keiner ist auch untätig. Moment mal, Lia. Schlachte doch mal. Dann hat Duden auch gar keine auch wieder was zu tun. Ja, bei ihr sind es auch 68, aber es war immer noch mehr. Also. Es war früher schon so, glaube ich, mit der Fleischmenge, dass dann je nach Kostskill das höher war, wenn man gut ist. Aber es war, glaube ich, nicht so krass. Also, ein Wildschwein gibt 72, wird jetzt 68 rausgekriegt und ich glaube, bei gar keiner waren es nur 62 oder so. Die essen jetzt natürlich sehr viel vom Fleisch weg, das ist ein bisschen blöd. Ah. Müssen wir ein bisschen mehr hier in Auftrag geben. Erstmal hier noch den Truthahn da. Das Wildschwein ist aber auch nicht von mir, oder? Ja, genau, das können wir auch fangen. Fangen. Oh, wie ich immer fangen sage. Naja,
Das kann wenigstens nicht so weit weglaufen. Oh nein, das arme Schwein, das macht so traurige Geräusche. Ah, okay, wir können die auch mit dem anderen füttern. Das ist gut. Ah, schon wieder Hustanfall hier. Ja, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen mehr. Aber es ist schon 700. Oh, die können sich dann auch vermehren. Okay. Ja, ich will jetzt nicht übermäßig viele haben. Vielleicht werden wir die dann irgendwie verkaufen, also die Babys oder so. Oder mal gucken. Also ich wollte jetzt hier nicht eine riesige Zucht haben. Aber naja. So, ich markiere hier mal ganz viel zum Tragen. Dann haben die immer was zu tun. Und genau, Lia ist da auch noch beschäftigt. Okay, wunderbar. So, was wollte ich noch machen? Genau, Erin könnte eigentlich jetzt damit aufhören und auch an so einem Hut arbeiten. Kannst du nicht hieran arbeiten? Moment. Erin? Schneidern. Ja, ich hab. Ja, genau. Ich hab, glaube ich, jetzt nur. Geht das nicht? Kann ich das nicht? Warum geht das nicht? Sie ist Handwerker und Schneiderin. Haben wir keine Materialien mehr? Doch, eigentlich schon. Moment, wie viel brauchen wir? 35 nur. Müsste eigentlich gehen. Kann das noch nicht mal irgendwie wegtragen oder so. Das ist ein bisschen blöd. Ah. Kann ich den Arbeiter wechseln oder so? Hier steht jetzt Arbeiter Lia. Das ist dann. Was steht da jetzt? Jetzt geht's, okay. Das ist ja irgendwie blöd. Das war vorher aber anders, ne? Naja, egal. Dann macht Erin jetzt den ersten Hut. Lia hat eigentlich eher anderes zu tun. Okay, das ist bald fertig. Gut. So, und die Fallen sind hier auch fertig. Auf der anderen Seite habe ich noch keine Fallen. Da wollte ich dann Stahlfallen nehmen. 70 Stahl brauchen wir. Können wir erstmal drei bauen. Hier alle ab. Ja, eigentlich müssen wir nur abholzen, nicht den kompletten Boden. Moment. So. Und auf der Seite das gleiche. Ist ein bisschen sehr viel da, ne? Ja, ist doof. Nee, lass mal, lass mal, lass mal. Ich habe halt gedacht, weil, ja, das ist halt hier zum Beispiel, das sollten wir auf jeden Fall, denke ich, abholzen. Weil da einen Gegner dann zu treffen, wenn er hier steht, ist ja praktisch unmöglich. Keine Ahnung. Super viel Schutz dann. Das sollten wir mal machen. Huch. Aus Versehen aus dem Spiel rausgetappt. Genau, dann sind wir, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Oh, und ich habe noch überlegt, Duden. Ja, jetzt sind ist er schon im Bett, aber theoretisch könnte er auch seinen Bogen wieder anziehen. Den habe ich ihm nämlich abgenommen irgendwann. Und, oh, du machst priorisiert, ne? Das sollst du gar nicht. Also eben den Bogen anziehen wieder und dann kann er vielleicht auch ein bisschen jagen gehen. Weil er hat ja nicht wirklich viel zu tun. Und das ist, glaube ich, ganz gut dafür dann. Wer macht denn überhaupt Tierpflege? Auch Lia. Oh, das macht ja alles. Fünf, ja.
Ja, es soll auch sie machen, dann. Dem hat's schon geklappt. Ja, sieht ganz gut aus. Okay, hier geht's auch voran. Sehr schön. Dann lasse ich das hier auch noch hacken. Wie teuer ist das denn hier? Ah, das kostet nur 2, okay. Ja, ich wollte halt noch ein bisschen Pemmikan haben, also das ist auf jeden Fall noch nicht genug. Hat er gerade einfach das aufgegessen? Ja. Okay, dann müssen wir uns was anderes, glaube ich, einfallen lassen. So, hier kommt Pemmikan rein. Und vegetarisches. Ja, ist auch blöd, weil ich will eigentlich. Moment, dann machen wir das noch kleiner. Machen wir mal so. Hier kommt jetzt nur Pemmikan rein. Und die andere Lagerzone. Hier kommt Nahrung rein. Kein Pemmikan. Und die Tierleichen. Genau. So, das müsste dann eigentlich kurz getragen werden. Das wird jetzt natürlich kurz gegessen auch. Nicht zu viel. Überfall. Ach. Okay, sie greifen sofort an. 3 Stück. Ein LMG. Oh, mit Fernkampf 11. Überlebensgewehr und ein Stahlknüppel. Okay, greifen die von rechts oder von links an? Sieht eher nach links aus. Vielleicht teilen die sich aber auch auf, das könnte auch sein. Duden, erstmal deinen Kurzbogen wieder ausrüsten. Lea, du stellst dich hierhin. Gar keiner kämpft nicht. Dahin und dahin. Und Erin, du kriegst deinen. Kriegst einen Pilawurfspeer. Nee, die kommen alle von links. Okay. Und dann gehst du hier vor. Duden, du hast deinen Bogen jetzt. Genau. Dann kannst du dahin gehen noch. Die werden sich halt aufteilen ein bisschen. Warum kommt er in den Nahkampf? Mit seinem LMG? Oh, Moment. Nee, das ist mir zu gefährlich. Du machst irgendwas anderes und du stellst dich mal kurz hier hin oder so. Jay Girl. Du gehst auch weg. Okay, sehr gut. Wo ist der letzte? Da, ne? Könnten wir noch angreifen. Okay, aber die anderen erstmal dann hier weggehen. Ist er noch le am Leben? Nein, leider nicht. Aber das LMG können wir natürlich gut gebrauchen. Das tragen wir direkt mal. Trag das. Genau. J-Girl, du schießt auch nochmal drauf. Ich glaube, wir kriegen ihn nicht. Nee. Nee, dann lassen wir das. Egal. Was hatte der für eine Waffe? Überlebensgewehr. Ja, das hätte ich eigentlich schon gern gehabt, aber. Was soll's. So, du hast gar nichts an. Stahlknüppel. Okay, die müssen wir reaktivieren, die Falle. Und das hier tragen. Das hier auch. Na, du kannst nicht tragen.
Ah, jetzt nehme ich natürlich komplett hier den Pemikan weg. Ich werde den mal verbieten. Ah, das ist zu wenig. Wir müssen expandieren hier mit dem Nahrungslager. Das geht so nicht. Okay, der chillt hier noch. Wer ist das gewesen? Mal im Ernst! Warum fliehen die jetzt? Vor wem? Vor dem hier, oder was? Ach so, der lag da gerade, ne? Ist jetzt aufgestanden. Ja, deshalb. So. Du hast nur Prellungen. Du auch. Du hast den Daumen abgeschnitten. Ja, super. Okay. Du legst dich hin. Was ist mit dir? Du hast auch Prellungen. Okay. Dann ist das sonst nicht so schlimm, aber das muss auf jeden Fall behandelt werden. Duden, wo fliehst du denn hin? Ach, da oben. Okay. Du behandelst jetzt erstmal Erin. Genau. Boah, meine blöden Tiere, die hängen da jetzt die ganze Zeit beim Pemikan ab. Moment. Das möchte ich ändern. Tiergebiet. So. Okay. Ist zwar auch blöd, wenn die das andere fressen, aber ja, Pemikan brauche ich halt jetzt dringend, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Und das soll natürlich nicht gefressen werden. So. Frag doch nochmal hier die Hose und das da, genau. So, ansonsten haben wir nur Prellungen, ne? Die sollen zwar auch behandelt werden, jetzt aber nicht mit höchster Priorität oder so. Erntet Mais, ja, das kannst du tun. Und du, genau, du trägst da noch die Hose. Und dann trägst du die Medizin. Und danach noch das andere. So, wir haben jetzt ein LMG zu vergeben. Ein schlechtes zwar, aber okay. Ich glaube, das kriegt dann erstmal J-Girl. Genau. Und das dann bitte. Ah. Kurz wieder ins Lager tragen. Genau. Okay. Wunderbar. Das soll wieder reaktiviert werden. Super, dass du das machst. Und das muss gebaut werden. Ja, genau. Genau. Wunderbar. Genau. Und das muss jetzt auch getragen werden. Trag das mal direkt. Du trägst da was zur Holzwand. Ja, das ist wichtig. Du denn reaktiviert noch die Schlagfalle. Kann das hier mal mitnehmen noch. Und ja, Lia kocht eine leckere Mahlzeit und läuft dafür jetzt jedes Mal hier den Mais holen. Das ist doof. Das müssen wir ändern. Du kannst nicht Träger sein. So, du. Genau, trag das ruhig. Wow, wie weit er jetzt dafür halt extra noch gelaufen ist, ne? Ich glaube, früher wäre das nie so gegangen. So, und dann trag das noch. Du trägst auch noch mal mit. Genau. Alle müssen jetzt kurz den Mais tragen. Juri, bist du fertig? Nein, noch nicht. Okay, sonst würdest du auch tragen helfen. So. Okay. Ah, direkt darum abgeschossen. Naja. Egal. So. Das können wir dann entfernen. Und genau, ich habe hier kein Dachgebiet. Das muss geändert werden, sonst ist blöd. Genau, und dann weitertragen hier. Bist schon wieder am See, am Abernten. Und Duden, du auch. Genau, du reißt das dann gleich kurz ab, hoffentlich. Das ist immer so viel Mais, ne? Das ist nur so ein kleines Feld. Aber das ist so viel und das lohnt sich einfach. Vor allem auf fruchtbarer Erde. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Zusätzlich auch oft. Oh, okay. Wundinfektion. Obwohl.
Wer sie? Ja gut, sie ist in einem schmutzigen Raum, ne? Gut, dann Duden. Behandle sie ruhig mit guter Medizin. Gut. Gar keiner trägt nochmal. Elia müsste auch nochmal tragen gleich. Ah, jetzt essen die schon Mais. Das ist ein bisschen blöd. Ah, na. Wahrscheinlich muss ich das nochmal ändern, dass das hier noch eins noch da ist oder so. Ah, Lia, die essen jetzt alle den Reis roh. Koch mal schnell so ein, zwei Mahlzeiten. Genau, okay. Ja, dann kannst du ruhig erstmal aufhören. Ja, super, dass du das trägst. Können wir hier auch noch das vervollständigen. Okay. Und das Tiergebiet geht wie weit? Ja, wobei, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn man so ein, zwei Felder nicht hat, dass die nicht immer alles davon auffressen. Okay, ja, das ist noch nicht ganz getragen. Da liegt immer noch ganz schön viel rum. J-Girl, du hast kein Bett mehr. Das tut mir leid und das sollte nicht so sein. Haben wir die anderen eigentlich behandelt inzwischen? Ja. Und sie ist leider noch nicht behandelt. Aber okay. Verrücktes Tier, ein Eichhörnchen. Gut, da müssen wir gleich kurz aufpassen. J-Girl hat sich auch erholt. Lia hat sich erholt. Juri muss sich nur erholen. So. Wunderbar. Genau, das muss jetzt nochmal getragen werden, bevor du neu aussiehst, weil ich weiß nicht, ob wir nochmal zur neuen Aussaat dann kommen werden. Ah, jetzt wird wieder roh gegessen. Lia fängt aber schon an, ein paar Mahlzeiten zu kochen. Sehr gut. Trägst hier auch noch mal mit. Du auch. So. Genau, ich glaube, dann müsst. Ja, das war das letzte Mal. Sehr gut. Dann haben wir da erstmal Ruhe mit dem Mais. Da haben wir genug. Okay, und wir müssen wieder neue Tiere fangen, jagen. Und dazu. Mal loben. Ja, komm, ich geb das hier meinen Auftrag. Ich hoffe, dass die uns nicht angreifen werden. Und ach ja, wir haben ja jetzt das LMG, stimmt, habe ich schon ganz vergessen. Okay, wunderbar. Die anderen fliehen jetzt mit, also die Herde, die flieht mit weg. Das ist ein bisschen doof. Aber naja. Guck mal, ob wir irgendwelche bösen Tiere hier haben. Sieht aber nicht so aus. Riesenfaultier haben wir auf der Map. Cool. Strauß, Waschbär, Wildschwein, nö. Außer ein Fuchs, glaube ich. Ja, außer ein Fuchs haben wir eigentlich keine potenziellen Gefahren für unsere Tiere. Wobei die Tiere ja eh im sicheren Gebiet hier sind. Den Hasen hier könnten wir mal jagen. Ich glaube, der frisst sonst unsere Sachen auf. Das möchte ich nicht. Ansonsten. Ja, egal. Jetzt hat sie ihn schon getötet. Ansonsten wäre mir das egal. Wie geht's dir eigentlich? Das habe ich jetzt irgendwie ein bisschen. Naja, okay, ist so super. Ich habe mir es irgendwie schlimmer vorgestellt. Aber naja. Okay, das wird auch wieder nicht erlaubt. Knapp 1000. Ja, die Folge ist jetzt auch schon vorbei, leider. Ja, ich wollte schon so 2000 mindestens haben. Dann müssen wir mal gucken. Ich werde die nächste Folge dann auch noch weiter produzieren. Weil ich wollte ja so ungefähr bis hier kommen oder so. Also ich wollte hier unten lang.
Hier vorbei, dann hier nochmal auf jeden Fall bei denen auch vorbeigucken. Eventuell sogar hier unten, meine Ahnung. Und dann bis hier kommen. Am liebsten noch weiter. Weil wir jetzt eigentlich gerade mal so eine gute Base haben. Ich muss mal schauen, wie viel wir überhaupt mitnehmen können natürlich, ne? Aber das wird erstmal das Problem sein. Leider haben wir keine Muffalos auf der Map bisher. Zumindest habe ich das bisher noch nicht beobachten können. Wir spielen auch wieder im tropischen Regenwald, oder? Ist das hier der gemäßigte Wald? Ach, gemäßigter Wald sogar. Ja, dann müsste es ja potenziell auch Muffalos geben. Vielleicht kommen die ja noch. Das wäre auf jeden Fall gut, wenn wir so ein, zwei Muffalos schon mal hätten für einen Anfang. Ich finde es so doof, dass die anderen Tiere nicht tragen können. Macht auch irgendwie keinen Sinn, finde ich, dass die gar nichts tragen können. Aber naja. Naja, naja. Okay. So, dann würde ich sagen, ist die Folge vorbei. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt und bis zur nächsten Folge.